Hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paper Mario, der Origami King. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück nach einer halben Ewigkeit zu Paper Mario, wo wir endlich hier auf die letzte Ebene zu steuern, also Peach Schloss. Ich habe ja gesagt, ich wollte die 100% überall holen und abgesehen bei Bowser's Festung und Todd Town habe ich das auch. Das war so mega anstrengend. Ich habe diesen Fluss machen müssen. Ich habe hier im Dojo noch hier die 100% schaffen müssen. Also ich musste ins Shuriken Dojo zum Beispiel und da 100 Punkte schaffen. Ich musste in diesen Ringe-Ding da 16 Dinger schaffen. Also das war alles so anstrengend. Und das Traurige ist, und da habe ich sogar noch online nachgucken müssen, es gibt manche Sachen, die kriegt man erst, nachdem man das Spiel einmal abgeschlossen hat, und dann kann man erst die 100% machen. Das finde ich ein bisschen fies. Im Bowser's Festung habe ich das letzte Schatzmini irgendwie nicht gefunden. Keine Ahnung warum. Ich finde es auf jeden Fall cool, dass wir jetzt mit dem Schiff abheben. Vielleicht kann man das erst finden, wenn das Schiff weg ist. Die Armee fliegt auf jeden Fall los. Ich soll das offenbar nicht vorlesen. Es ist an der Zeit, Peach wieder normal zu machen. Ich finde, die Wolken hätten sie besser hinbekommen können. Die sehen jetzt nicht so realistisch aus. Die da unten, die finde ich besser. Wie wundervoll. Ich kann kaum glauben, dass dieses schwere Schiff durch die Luft fliegt. Ich dagegen muss mich schon anstrengen, um nur ein bisschen zu schweben. Und dieses Schiff ist riesig. Das passt zu dir, Bowser. Recht hast du, Schnipsel. Das stärkste und ineffizienteste Schiffchen der Welt und ich bin stolz drauf. Der ist stolz drauf, dass es nicht wirklich effizient ist. Das gute Stück fliegt schneller als eine Rakete. Ich kann euch nicht mal eine Bordtour anbieten, weil wir schon fast da sind. Captain König Bowser, wein voraus, haufenweise Feind voraus. Was sind denn das für Dinger? Ja und? Denkst du etwa, die Schiffskanonen sind nur Garnitur? Ballermänner laden und Feuer frei! Also ich weiß, das sind Papierflieger, aber was genau sollen die sein? Also woraus sind die gemacht? Oh, die Schlacht finde ich cool. Sie sind blau. Was könnte dafür genutzt worden sein? Welches Viech? Es könnten so Mini-Kamex gewesen sein. Haha, oh, Kinderspiel. Nicht mal der Lack ist angekratzt. König Captain, da kommen noch mehr. Schnellste Verlierer sind das. Mehr nicht. Mario, mach dich mal nützlich, wenn du schon auf meinem Schiff fliegst. Los, mir nach. Oh, darf ich jetzt Spaß haben? Du wirst meine Lieblingskanone abfeuern. Vermasse das bloß nicht. Das gute Stück lässt sich mit Bewegungssteuerung oder mit dem linken Stick bedienen. Was darf sein? Linker Stick natürlich. Ist gebockt, dann mal Feuer frei. Bewegungssteuerung hasse ich. Ach ja, und das Rätsel, also dieses komische Quiz, das war noch schöner, ne? Das auf 100% zu schaffen. Okay, der erklärt mir jetzt den ganzen Schmarrn. Den linken Stick zum Zielen, A zum Schießen. Und ich soll nicht dran denken, mein Menü zu öffnen. Ich kann einfach spammen.
Die armen Bonbons. Erwischt und erwischt. Die wurden wahrscheinlich von dem letzten Büroartikel gebastelt. Lass mich raten, es gibt eine Trophäe dafür, dass man es perfekt macht. Weil die muss man nämlich auch verdammt nochmal sammeln. Für die 100%. Ich hab's versucht. Ja, ich bin schon dran. Gern geschehen. So, die wurden auch ausgelöscht. Ich dachte schon, die machen Lametta aus mir. Vielen Dank für die Rettung. Ach, die geben mir dann dafür Leben. Es kommen noch mehr. So, linke Seite ausgelöscht. Nix damit Attacke. Ich habe schon Schlimmeres hinter mir. Volltreffer. Das macht Fun, ne? Ich hoffe, es gibt halt wirklich keine Trophäe für den Mist. Weil die Trophäen zu holen ist absolut... Ja, wie spreche ich das jetzt aus, ohne dass ich mich zensieren muss? Es ist das große Übel. War's das? Nein, von unten. Oh, da kommt der Megaflieger. Das ist ein Koloss. Muss wahrscheinlich die vier Dinger treffen. Oder ich muss ihn einfach nur an sich treffen. Dann ist er ja mega easy. Komm her. Die Mai werde ich. Warum treffe ich den nicht? Ich bin zu doof zum Treffen. Komm her, ich treff dich. Mach dich kaputt. Jetzt ist das so wieder deine kleine Freundin an mir geschickt hast. Komm, geh kaputt. Alter, wie viel hält das denn noch aus? Ist es jetzt endlich Fratze? Sayonara, blödes Ding. Abknallen, 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 abknallen. Geschafft. Das haben wir alles nur Paps toller Luftgaleere zu verdanken, damit das klar ist. Weil Mario ein wirklich famoser Schütze war. Bei seinem Wams. Bei meinem Wams. Und nun Abflug, junger Herr. Boah. Das war aber schon cool.
Es war klasse, Mario. Du hast das ganze Schiff gerettet und die Explosionen von diesen Bobbys waren auch nicht ohne. Da ich nicht lache, ohne mein prächtiges Schiffchen hätte Mario blöde aus der Latzhose geschaut. Ja, oh, stimmt schon. Ein großer König, Pilzpalast gesichtet, beginnen Landeanflug. Solange ich da keine Trophäe irgendwie holen muss, bin ich glücklich. 16 von denen gibt es nämlich. Und da ist noch so ein Ding. Es wird wahrscheinlich eine Bruchlandung. Aber wir kommen wahrscheinlich genau dort an, wo wir hin wollen. Nee, knapp darunter. Und noch eine Bruchlandung. Ich meine, na sowas. Eine Bruchlandung. Ist eine Boserhaftigkeit gar nicht hier? Och nö, das mit der Luftgaleere wird Papa gar nicht schmecken. Die Versicherungen sind eh schon so hoch. Wo sind wir überhaupt? Wir waren fast beim Pilzpalast. Es sollte also rein theoretisch nicht mehr weit sein. Was ist los, Mario? Bist das nur du oder ist es hier tatsächlich unheimlich heiß? Ah, die Welt brennt. Wir sind in einem Vulkan gelandet, Jungs. Nun, ich denke, dafür gibt es eine simplere Erklärung. Wir müssen den Pilzpalast verpasst haben und sind direkt im Vulkan gelandet. Hey, hier oben! Ich bin's. Vergesst das olle Schiff. Ich baue wie immer einfach ein neues. Kommt einfach rauf zu mir. Ich muss euch was zeigen. Papa, dir geht es gut. Ich habe schon Angst gehabt, dass sie dich noch kleiner falten. Wir sind gleich da. Ärgerlich, in diesem ganzen Tohuwabohu sind uns mein Besen und die Clownkutsche des jungen Herrn abhanden gekommen. Wir werden uns wohl per Pedis fortbewegen müssen. Das ist mal eine Umgangssprache für Fuß. Huch, hier am Rand ist es wirklich heiß, Mann. Ich meine, wir sollen jetzt mir etwas, dir etwas passieren könnte, wenn du hineinfällst. Ja, ich bin tot, wenn ich reinfall. Ich würde hier aber gerne erstmal erkunden. Ich kann hier doch bestimmt noch irgendwas Verstecktes finden. Warte mal, das lässt sich ganz leicht klären. Übrigens konnte ich auch noch irgendwo so eine Schatz-Mini-Glocke kaufen. So. Und ich habe mir natürlich hier diese Goldkarte geholt. Warte mal, wir können doch auch über Karte gucken. Ah, okay, hier unten ist nichts Verstecktes. Ja, dann sollte ich einfach nur versuchen, irgendwie wegzukommen, ne? Ohne in die Lava zu fallen am besten. Das ist wahrscheinlich mein sofortiger Tod. Es regnet Goombas und Bonbons. Bonbons, die sind neu. Hilfe, sind das viele. Was machen wir denn jetzt? Es ist so eng, da kommen sie nicht durch mit ihren überdimensionalen Köpfen. Dann hör auf zu keckern und lauf lieber. Wir müssen hier weg. Ich wäre gerade fast in die Lava gesprungen. Ich würde gern erst zu Bowser hoch. Ich lasse die Bonbons besser in Ruhe. Ich renne lieber, weil da kommt die Armee. Und ich glaube, die Armee überlebe ich nicht. Kamek, nein!
Kehrte sie auf, ihr anderen seht zu, dass ihr zu seiner Lieblosigkeit gelangt. Das machen wir, danke, Kamek. Ja, das war's mit der Galeere, ne? Danke fürs Aufspringen. Einer von euch muss hier das mal eben kurz machen. Danke sehr. Kamek? Nein, Kamek! Kamek hat sich für uns geopfert. Was ist das für Mist? Bowser Junior, lauf! Ah, ich war sowieso in Stimmung für ein kleines Käfchen. Zeigt mal, was ihr drauf habt, ihr Knalltüten. Pass auf dich auf, Junior. Danke. Junior! Ja, gegen die Armee bin ich machtlos. Danke, Bowser. Ja, also Kamek und Junior. Ich habe gesehen, was passiert ist. Die kommen schon klar. Ich will hier nicht groß über meine Erziehungsphilosophie quatschen, aber Kinder müssen auch mein Risiko eingehen dürfen. So, jetzt schaut euch das mal an. Die Hauptkanone der Luftgaleere ist noch okay. Das klingt jetzt vielleicht verrückt, aber wenn wir uns da reinsetzen, können wir uns direkt durch die Decke schießen. Und dann sind wir direkt am Pilzpalast. Also wer ist dabei? Rein da. Und tschüss. Wir haben es geschafft. Wir sind beim Pilzpalast. Da ist auch die letzte Röhre. Na, seht ihr? Wäre schon nett, wenn man eine Genialität auch mal gewürdigt werden würde. Also ich finde dich ganz toll, Bowser. Ich bin beeindruckt, dass du so viele Scheren als dein Gefolge hast. Wo du doch nur ein Gesicht bist. Oh, aber erstmal kurz durchatmen. Wir müssen meinen Bruder aufhalten und Prinzessin Peach retten. Aber erstmal das Wichtigste überhaupt. Da drauf. Letzte Röhre freigeschaltet. Ist das eine Wohltat. Und ich beende hier auf jeden Fall jetzt den heutigen Part. Ich hoffe, es hat jedem gefallen. Wenn ja, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.